Ich danke Ihnen. Liebe Menschen in der Mitte, kleine Bürger, Männer und Frauen von der Straße, Gemolkene und Verzagte. Ich darf Ihnen ganz dufte Grüße von Mr. 100% Martin Schulz unterjubeln. Er kann heute nicht bei Ihnen sein, denn er klopft sich zur Stunde noch das Konfetti aus dem Popolin-Blouson. Sagen wir es doch einmal in aller Deutlichkeit, 100%. Und das für einen Mann, dessen Name beim unaufgeklärten Bürger bis vor kurzem nur in Kombination mit einem Bäuerchen zur Sprache kam. Schulz! Doch nun lautet die Devise From Zero to Hero. Der Hoffnungs- und Mischgewebe-Sakko-Träger Martin Schulz gibt Kniegas. Und der Himmel ist die Grenze. Denn dieser Mann hat alles, was dazu nötig ist. Zum einen diesen großartigen Namen. Martin Schulz. Wenn man die Augen schließt, hat man sofort ein Türschild aus Salzteig auf dem Schirm. Und das ist nicht alles. Seit der Agenda 2010 auch in seiner Meinung flexibel wie ein Lurch, besticht er das bundesdeutsche Auge durch seine gefällige Optik. Ist er doch ein faszinierender Hybrid aus Herbergs Vater und dem Zauberer Rumburak. Und genauso wird er unser Land reformieren, wenn er erstmal deutscher Kanzler wird. Funky und aus der Hüfte. Doch täuschen Sie sich nicht, in seinem Innern pumpert das Herz eines Fuchses. Dieser Martin Schulz, der uns da so verschmitzt durch die Rübezahl-Gesichtshecke in die Seele grient, will unser aller Stimmen. 100%, das bleibt Martin Schulz Ziel. Schließlich kassierte er als Parlamentspräsident auch EU-Tagegelder an 100% aller Tage. Ohne Quatsch. Verdeutlichen Sie sich das bitte. Also auch sonntags an Heiligabend und im Murmeltiertag. Immer. Was er zuerst allerdings zu 100% abstritt. Und dann stellte sich hin und sagte, ich stehe für die hart arbeitende Mitte der Gesellschaft, die sich an die Regeln hält. Gut, er war vor kurzem, wie gesagt, noch EU-Parlamentspräsident in Straßburg und bürgerferner als die Herrschaften dort agieren nur noch die Klingonen. Aber das ist Schnee von gestern. Er ist jetzt einer von uns und will vor allem den kleinen Leuten helfen. Die kleinen Leute. Wer genau das ist, wie viele das sind und ob er damit die Minions meint, wird er uns bald erzählen. So im Sommer. Doch als offizieller Vize-Ersatz-Pressesprecher darf ich Ihnen erste Punkte des kommenden knallharten Positionspapiers von Martin Schulz verkünden. 1. Keine Veranstaltungshallenvermietung für den Prinz von Narnia. Bockwurst für alle, auch im Adventskalender. Atemluft muss kostenlos bleiben. Keine Steuerreform, selbst Hüte bleiben absetzbar. Und ab 2018 gibt's Kännchen auch drinnen. Herr Schulz! Herr Schulz, das Premium-Produkt. Ja, Martin Schulz ist das iPhone der SPD. Da startet der Akku auch immer bei 100%. Aber wenn man zu viel damit machen will, geht's ganz schnell zappenduster. Hoffen wir das Beste. Guten Abend.